Heute 8, 9 Spiele oder 9 und dann die restlichen im neuen Jahr sozusagen. Kein Nerv jetzt, nur warum soll ich jetzt alle Spiele machen? Okay, Chat, ich bin mal ein bisschen die Liste durch. Liniger verkauft, haben wir ja gezogen. Solko verkauft. Hiro verkauft. Butra verkauft. Mukiele verkauft. Dann haben wir noch verkauft. Kyle Walker, der war nice. Dann habe ich so dick Plus gemacht. 520 haben wir ihn geholt. Sag nur wuff wuff. Wuff wuff. Ei! Wer ist das? Das Neue, einer der Neuen. Ist der krass? Ah, ist Schrott, ne? Claude Maurice. Egal, nehme ich mit. Boah, sieht aber nicht mal so schlecht aus, die Karte. Hä? Zeig mal. Ja, ist nichts wert. Wohl, 25er ist er wert, 25.000. 4-3, Mittel. Hat Technik. Ja, Stats sind nicht mal so schlecht halt, ne? Okay, was machen wir? Doppel 85. Ich mach's, glaube ich, erst Doppel 85 auf. Okay, 3x3er Spazieren haben wir noch. 85 Plus Pick haben wir noch und dann das hier Doppel 85. Ans Ende. Heute vielleicht mal weniger Packluck. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wer ist das? Hä, wer ist das? Oha! Doppelbock aus Skiri. Vielleicht noch ein Dings. Wer ist das? Delikt. Ja, richtig komischer Walkout gewesen, aber egal. Nimm ich. Doppelwalkout nimm ich. Okay, gut, luck, komm. 83x10 das erste. Ah, nichts drin, schade. Aber es ist dieses Dings-Torhüterin, ne? Vielleicht Doppel? Doppel wäre nice. Ich will noch eine Inform nehmen. Yay, eine Inform werde ich noch nehmen. Jawohl, wichtig. Alles gut, ist big. Ey, wie oft man Informs sieht und die kosten immer noch 40k, ne? Ist das gestört, ey? Okay, geh mal rein. Torwart ist Ederson, oder Ederson, vielleicht Ederson Doppel. Ah, vielleicht eine Inform dann noch dahinter, yay. Maybe eine Inform? Puh, we eat a good chat. Digga, Junge, jedes 3x3er hat ja eine Inform drin. We are eating good. Gern nochmal was. Ah, kein Dings. Keine Special. Kann man in Papier ziehen, ja, ne? Hätte auch in Papier sein können, rein theoretisch. Das wäre ja. Das wäre irrig weird gewesen dann. Nochmal ein Inform, EA? Inform nochmal. Der gibt wieder eine Inform, das ist so krass. Jedes 3x3er hat jetzt ein Inform gehabt. Hä, hey, wie krass, Alter. Okay, geh mal rein, Chat. Ich mache Statwheel einfach. Mach einfach Statwheel. Ich würde ein Torwart nehmen. Torwart und ich bin happy. Muss nichts krasses kommen. Für mich wäre ein Tor zum Beispiel jetzt schon sehr krass. Oder sowas wie ein Zambrotta wäre auch schon geil eigentlich. Alright. Step Reveal. Gehen wir rein. Erster Spieler. Okay, sieht nach einem Verteidiger aus. Irgendwas verteidigungsmäßig. 6er, 8er. Ne, es ist gar nicht. Was ist das denn, hä? Oh mein Gott. Hä, sieht nicht mal schlecht aus, Digga. 84 passen, okay. Ein und schießen, Alter. Könnte das sowas wie Cantona sein? Oh mein Gott! Ey, das sieht ultras krass aus. Das sieht richtig krass aus. Das ist Cantona, glaube ich. Ah, Stoikov, Mann. Ey, all das. Dem hat er so krasse Stats, der Stoikov, Mann. Ah, wie kostet der? Ich glaube, der ist auch nicht mal so günstig, aber ich feiere den nicht so. 390k? Okay, wie kostet der SBC-Chat? Weiß das einer? Okay, 250k kostet der SBC, ne? 270k kostet der SBC, Stoikov ist 400k wert, okay. Ist zumindest ein Plus, Digga. Also, ich werde ihn wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber ist zumindest ein Plus. Okay, 81 Aussage sieht schon nicht so geil aus. Ah, ne, das kann nichts sein, Chat. 66 Defending. Marsch-Tripling ist wahrscheinlich sowas wie Seedorf oder sowas, ne? Ja, sieht schon nicht gut aus. Ja, Seedorf. Ja, wusste ich sogar schon. Jetzt Dogshit. Ja, Stoikov ist kein Minus-Pack, Pick, aber. Ja, ich brauche den eigentlich nicht wirklich, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja die andere Version gespielt, die bessere, und hat mir schon nicht so gefallen. Also, ich nehme ihn mit. Früher war der geil gewesen. Beschwer mich auch nicht, ne? Ist eine coole Karte an sich. Ich brauche
taugt den einfach nicht. Also wir werden vielleicht hier und da mal spielen für Just for Fun. Ich meine, der ist immer noch 400k wert, ne? 400k ist immer noch nicht wenig. Ich brauch den aber nicht wirklich. Ah ne, du bist immer noch vor mir. Scheiße, das war er nicht überholt. Ich wollte jetzt das Lustige machen. 10 Millionen! Transfererlös, 10 Millionen auf RTG. No, 1 Euro, 10 Millionen Transfererlös. Junge, gegen euch ganzen Pay-to-Winner, Junge. Look at you, Pay-to-Win. Huh? Look at you guys here. How much? 3k? How much? 5k? How much? Fucking 3k? Ah, Zakaria hab ich schon. I take Modric. I take Modric. Cheeky Modric. Okay, Chat. Gehen rein in die Weekend League. Das letzte Mal. Weekend League in diesem Jahr. Danach erst am Montag. Am 1.1. geht's dann weiter. Die letzten Weekend League Spiele. Heute, ich sag mal, 9 Spiele geplant. Ja. Gucken wir nochmal, stimmt das hier? Wie lange geht die Weekend League? 3 Tage, 8 Stunden steht bei mir. Das heißt ja, genau bis Dienstag um Dienstag morgens. Das passt dann. Heute so, ich sag mal, 9 Spiele. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mal schauen, wie es läuft. Das ist das Team. Letzte Woche gut geklappt. Vielleicht klappt diese Woche auch wieder. Ja. Viel Content, viel Fun. Ja. Kyle Walker, noch 2 Spiele. 2 Spiele, wo ich gewinne. Dann ist der Mann 87 Rating. Ist dann vielleicht, oder ist dann mein bester Rechtsverteidiger im Team. Habe ich gestern noch gemacht, nachdem ich Cruyff gezogen habe. Für die, die es nicht gesehen haben, letztes Video. Ich habe Cruyff gezogen und danach haben wir gedacht, komm, scheiße, dann mach ich den Walker mal für 75k auch noch. Test heute den guten neuen Saliba für 300k. Zambrotta haben wir auch noch gespielt. Testen wir heute mal als Linksverteidiger. Der kann doppelt, also der 5-Stein-Wiefer kann ja eh beide Seiten spielen. Klose als Sechser. Den guten ist Claude Maurice. Vielleicht underrated. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Heute auf der 8. Der Cruyff vorne als, egal wo der gebraucht wird, der übernimmt die Position, die, wo er reinpasst. Der kann eh überall spielen. Linke Seite Raspadori, die Legende. Min Price, aber guck mal, ob er was drauf hat. Wenn er nichts drauf hat, dann werde ich da noch Adeyemi oder sowas hinstellen. Mal gucken. Courtois im Sturm. Schauen wir mal, ob der was kann. Und dann noch Ian White 5 Spiele. So erster Eindruck. Und danach kommt George Best für ihn rein. Und dann hat die Bank ist natürlich auch ganz gut stacked, ne? Ja, würde ich sagen, gehen wir rein. Ah, Galatasaray, mein erster Gegner. Aber wäre vielleicht nicht schlecht, das erste Spiel zu verlieren, weil ihr wisst, erstes Spiel verlieren, danach eigentlich easy Matchmaking. Schauen wir mal. Gut gemacht, Raspadori. Richtig gut gemacht, Raspadori. Stark gemacht, Courtois, wichtig. Kommt eigentlich starker Ball. Nur ein fucking Cruyff, Alter! Da ist er doch direkt. Wir müssen uns gleich was einfallen lassen, sonst, ja. Müssen wir wirklich ein paar Spieler rausholen, sonst werden wir nicht verlieren, Chat. Wo packt er den Schuss denn jetzt aus mal her, ey? Wo steht Vieira auf den Außen, ey? Macht gar keinen Sinn. Warum? Digga, mein ganzes Team ist aber falsch, ey. Warum steht Vieira auf den Außen, Alter, die ganze Zeit? Boah, Ian Wright stark. Maurice, oh Maurice! Maurice, was ein Job gab! Maurice, you had one job, Maurice! Das ganze Team ist so scheiße, ey. Natürlich, ey! Natürlich, Maurice und ey! You had one fucking job, man! Und jetzt Johan Cruyff. Passt noch was aus! Alter, das gibt's nicht, Alter! Right. Streak on the line! Streak on the line! Da weiß ich schon Bescheid, Chat, da weiß ich schon Bescheid. Meiner gegen Pfosten und ich springe dir. Ja,
Ne, da weiß ich schon Bescheid, Chat. Da weiß ich schon Bescheid. Heute geht nichts, Alter. Da weiß ich schon Bescheid. Brauch ich gar nicht mehr schießen, Alter. What a joke of a game, man. Es gibt immer Leute, die sagen, Elfmeterschießen ist Luck, ist Luck. 27 Win Streak! 27, obwohl der erste Schuss mich verarscht wurde. Ich wurde im ersten Schuss verarscht. Ich bin echt richtig in die Ecke gesprungen, wurde nicht gehalten und meiner ging gegen Pfosten. Dogshit. Trotzdem habe ich ihn dann nochmal besiegt. Warum? Weil ich ein Artist bin, Junge. 27 Win Streak. Elfmeterschießen in der Weekend League. Still unbeaten, Mann. Obwohl, das Team sieht jetzt auch nicht so krass aus, aber guck mir mal, ich will jetzt nicht so früh urteilen. Geh mal rein. Digga, ist ja dumm, der Gegner. Lass mich noch schnell schießen. Digga, er tritt einfach meinen Spieler um, Alter, ist er vercrackt. Ja, kurz vor der Dribbelmeister oder was? Ja, es klappt auch nur gegen solche Gegner halt, ne, kurz vor. Guck mal, wie fett der ist, Alter. Was für ein Giat der hat, der Junge. Adi 7, okay. Jaja, Sola, Neymar, Martial. Ach, Martial, Rashford. Okay. Ach du Scheiße, gib mal den Ball ab, kurz vor. Gräufi-Boy! Kutschwa, komm. Schön gemacht. Schön gemacht, Gräufi mit dem Dribbling of Dreams! Alter, wie clean war das Dribbling? Boah, der Kretsch. Oh, Glück gehabt. Bam, Junge. Kutschwa! Der vierte Gegner. Just Atri 7. Alright, gucken wir mal. Okay, das sieht. Oh mein Gott. What the fuck? Und ihr sagt, ich hab Packluck. Ihr sagt zu mir, ich hab Packluck. Der Pelé und mir haben gezogen. Ja, ich hab schon verloren eigentlich. Wenn er ein bisschen mit denen umgehen kann, hab ich verloren eigentlich. Unless Ian Wright. Unless Ian. Oh, Ian Schrotthead, Alter. Ja, geil, Alter. Geil, ey. Schön Arsch riechen von Pelé. Ian fucking Wright! Das ist alles frei. Son. Ein zweiter Son. Digga, geile Connection, Bruder. Geile Connection, Alter. Oh mein Gott, haben die mich da gefickt mit der Connection, Alter. Ey, haben die mich da mit der Connection gefickt, Digga. Ey, Jungs, ich muss mal drauf unten achten. Ich drück passen, ich drück Fake Shot, er macht nichts. Die lässt einfach durch und rutscht auf den Boden. Top. Ich hätte den Ball halten sollen, ich Idiot. This game, man. This fucking game, man. Angelegter Arm, das ist gar nicht dafür, wenn die 1,50 ist und hinfällt, Digga. Mann! Alright, komm. Resistance FC, nächster Gegner. Alright, mal ein besonderes Team, muss man sagen.
Was hast du für einen Gegner, Alter? Wie spielt der denn? Hä? Disgusting, man. Ich hab da so Kräuf gespielt, das gibt's nicht. Ich hab da einfach zu Kräuf gespielt eigentlich. Kräuf so ein geiles Bewegte, ey. Boah. Oh, die Karte ist ja geistgestört. Ey. Ist das krank, ey. Ist das krank, ey. GG's, sorry man. I'm sorry, brother. GG's. Hardini Bilbao. Boah, boah, Vinny. Boah, ist schon krass das Team, ne? Kochwa! Alter, Vifo ist aber stark bei dem. Futre, deswegen habe ich ihn reingetan. So eine geile Karte, Chat. Gut, war sehr stark. Er geht leider raus, ne? Kann ich Hüllebrand nicht mehr einwechseln. Kuckuck. No more Pele, ey. No more Pele. Oh, das sieht schon krass aus. No. Digga. Jesus Christ. Shit. Oh. Ey, Spielerwechsel. Ist er tot gewesen, Alter? Wo hab ich hingewechselt die ganze Zeit? Ich wusste, dass es macht. Mann, ich wusste, dass es macht. Krieg den Ball trotzdem nicht. Boah, das ist zu krass, Digga. Also, was hier passiert, ist zu krass, bisschen, ey. Komm. Komm, Courtois! Let's go! Falsch. Elfmeter und rot! What? This game, man! Ich kann das nicht mehr! What the fuck, man! Also, wenn das kein Elfmeter ist! Ich schwöre auf alles, ey. So ein Bastardspiel, Alter. Ey. Wenn das kein Elfmeter war, Alter. Digga, jetzt pfeif doch mal, was du für Alter! Ja, es macht so Spaß, FIFA macht so Spaß. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ja, ich kann machen, was ich will. Der Gegner trifft eh nicht. Ist das geisteskrank, ey. Okay, 5-2 unlucky. 2-3 more wins, da bin ich zufrieden. Amitspor. Oh, klingt schon wieder so ein türkischer Schwitzer. Mann, ich werde hier so weggeschwitzt heute. Mann, was ist das wieder für eine kranke Angriff-Scheiße hier? Ja, ich gefickt. Abseits. Eusebio, Eusebio. Da habt ihr euch, Eusebio. This is a disgrace, man. Yes, Kräufi Boy! Karma für deinen Tackle da hinten! Kutscha! Nein, ich wollte Jule Brandt einwechseln, Mann. Immer will ich. Digga, ich kann nie Jule Brandt einwechseln, Mann.
Gucken wir mal, wie es läuft. Je nachdem, ob wir gewinnen oder verlieren, maybe one more game. Ricky Fai. Okay. 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 Trotzdem ein starkes Team. Nicht die typischen Mbappé Eusebio-Karten, aber trotzdem ein starkes Team. Komm drin. Gib Gas, Futre. Stark. Stark, Futre, Junge. Erarbeitet. Sag kein Cutback, nur ich hab jetzt erarbeitet. Oh, da bin ich rot trotzdem drin. Cloud Maurice. Junge, der ist eine Maschine. Junge, mein Sohn ist das so gut, Shit. Stark gemacht. Und jetzt durch die Mitte. Jawoll. Deiner Kräuf. Deiner. Dann hier, Kotschwa. Dann scheiß auf dich, Kräuf, du Magus. CF Gesboro. Keine Ahnung, was das heißt, Bruder. Schnell eine Beleidigung. Oh nein. Oh, es geht sogar. Das geht sogar eigentlich, aber meistens sind das die Crackies und die mit den schlechten Latenz. Bisschen kompliziert gemacht, aber Tor ist Tor, sag ich mal so. Boah, wie hat Kräuf den Ball verarbeitet, Chat? Alter, dieser Touch mit dem Knie war geistgestört. Ja, da muss er die Notbremse ziehen. It's over, Bruder. Immer wenn ich diese fucking Jule Brandt einwechsel, die bringt mir immer Pech, Alter, diese Jule Brandt, ne? Bitte Jule Brandt! Thibaut, aua! Warum machst du sowas? Das tut doch weh! Und gibt das wieder keine Rot EA Sports? Oh, das gibt wieder keine roten. Ganz, ganz komisch, oder? Da, korrekt, ey. Oh, da Okay, Chat, gehen wir noch kurz in die Teambewertung rein. Fangen wir von hinten nach vorne an. Fangen wir den guten Kawok an. 75.000, viele haben mir gesagt, ja, mach den. Ich habe erst überlegt, ich dachte, Kawok, ich weiß nicht. Er war so unbeweglich gewesen, die Goldkarte. Ich habe mich lange überlegt, gestern haben wir einen Kräuf gezogen. Ich dachte, komm, was soll's, dann geben wir die 75.000 aus. Und ich bin ehrlich, ich bereue nichts, Jungs. Diese Karte ist der Wahnsinn. Es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu der goldenen Karte. Er fühlt sich noch schneller als vorher an. Er fühlt sich tatsächlich sogar halbwegs beweglich an. Ja? Also es ist kein Bombastor, ja, und kein Renan Lodi, die alle heißen. Aber er ist wirklich dafür, dass er so robust ist. Er ist ziemlich beweglich. Spielt gute Pässe, ist ultra schnell, sehr gut in der Verteidigung, wie man schon vorher von ihm kannte. Durch diese Quickstep spürt man wieder sehr, wirklich, wie schnell er ist. Ich persönlich, wenn du halt einen Rechtsverteidiger brauchst aus der Premier League, ich würde ihn dir eigentlich empfehlen, ja. Auf dem Markt wird er safe nicht 75.000 oder muss jetzt, glaube ich, 20.000 bezahlen, dann nur 50. Der wird locker 300.000 oder sowas, würde ich sagen. Vielleicht 250. Also, und muss er so überlegen, vielleicht kommt er später irgendwann in ein, zwei Monaten wieder eine Evo, wo du ihn wieder reinpacken kannst. Ne? Also ich fand ihn wirklich heute richtig gut, Mann. Also du musst nicht mal defensiv spielen, du könntest ihn theoretisch auch offensiv spielen. So gut war der eigentlich meiner Meinung nach. Echt eine geile Karte gewesen. Saliba auch top, muss ich sagen. Richtig nice, gute Karte gewesen. Neben Van Dijk. Ich suche ja immer neben Van Dijk, weil der fett und bisschen langsamer ist, ein bisschen fetter ist, suche ich ja immer jemanden, der schnell und beweglich ist. Er ist schnell und er ist beweglich. Aber, das kommt jetzt aber, das macht einen Unterschied zu den anderen Karten, die ich bis jetzt gespielt habe, wie zum Beispiel Araro oder wie alle heißen. Er ist auch körperlich stark. Also er ist körperlich stark, trotzdem ist er schnell und beweglich. Das ist heftig, finde ich. Also der ist echt nice gewesen. Ich weiß, also ich würde sogar fast behaupten, er ist die Münzen wert. Aber ob man den jetzt holen soll, ist wieder was anderes. Aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr nice neben Van Dijk. Also, wie gesagt, einzigartig in dem Sinne, schnell beweglich, aber noch diesen geilen, robusten Körper zum Reindrücken. Das haben
manche Spieler nicht, die halt ein bisschen schneller und beweglicher sind, ja. Also war sehr, sehr nice, fand ich. Hat sehr gut gepasst mit Van Dijk hinten. Hier seht ihr schon, wir haben ihn am Ende rausgeholt. Ich fand sein Brotter, ja, da war nicht so, also war nicht so meins, für die Offensive zumindest. Ich fand ihn einfach zu unbeweglich dafür, für die Offensive. Die Pässe waren echt nicht gut gewesen teilweise. Also einfache Pässe in den Lauf waren echt manchmal so schlecht gespielt, dass der Ball dann halt schwierig zu kontrollieren war. War langsam im Sinne von, er geht nach vorne, hat voll lange gebraucht, wieder hinten so kommen. Auch in den Laufduellen teilweise manchmal nicht so gut. Ich glaube, den kann man mal versuchen, als defensiven Außenverteidiger zu spielen oder zu testen. Aber ich sage euch so, als Offensiver zieht er gegen alle, die ich im Verein habe. Also Renan Lodi, Bombastor, Batscha, die sind alle besser als er. Also, habe mich auch schon gewundert, warum der nur 200k gekostet hat. Normalerweise ist er immer, sonst immer bei 400-500k bei den alten FIFA-Teilen. Aber ja, dieses Jahr scheint er halt gegen die ganzen krassen anderen Außenverteidiger nicht mehr so krass auszusehen. Haben wir noch Raspadori. Ja, ihr seht schon, wir haben nach sieben Spielen ihn rausgeholt. Ja, schade, Mann. Also wirklich schade. Also er ist nicht mehr so, wie man von früher kennt. Also früher, da hat er auch noch andere Sets gehabt und andere Trades. Ich glaube, der alte Raspadori hatte, glaube ich, 15, 14 Trades gehabt. Der hatte hier ein paar Trades, die auch nicht schlecht sind eigentlich an sich. Aber er war, wie in den meisten Spielen, war der ein Geist einfach. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich konnte nicht viel mit ihm machen. Also eher, ja, nicht ohne Grund kostet er Min-Preis. Also leider nicht mehr so, wie er früher war. Ian Wright haben wir 5 Spieler getestet. Ich kann nur einen ersten Eindruck abgeben. Und da war der eigentlich ganz nice gewesen. Also ich fand ihn echt in allen Bereichen ziemlich gut. Besonders gut beweglich. Gutes Positioning. Der stand halt in der Mitte echt immer ziemlich gut. Gutes Finishing, wenn er mal zum Schuss kam. Pace war in Ordnung. Die 5 Sterne Skills kamen ganz gut raus. Aber jetzt kommt das Aber, 600k wäre mir zu viel. Ich würde sagen, so 250, 200k würde ich sagen, okay. Ja, kann man mal mitnehmen, wenn man so jemanden sucht und braucht. Solide Karte, aber ist halt kein Endgame. Und das 600k dann auszugeben, ja, muss jeder selber wissen. Für mich persönlich wäre es einfach zu viel dafür, dass ich jetzt vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen spielen würde. Und dann kommt irgendwann, ja, jemand Krasses in dein Team und dann spielt er halt nicht mehr. Da würde ich zum Beispiel lieber die 600k in Hullet stecken, der 2,1 oder sowas kostet. Ja, da hast du ein Drittel von Hullet einfach schon bezahlt und der ist halt komplett Endgame, ne? Dann kannst du IV spielen, dann kannst du 6er spielen, 8er spielen. Ja, das ist nur mein Unterschied. Aber wie der Bock hat, ich fand ihn trotzdem geil gewesen, hat Spaß gemacht mit ihm zu spielen. Klose war, ja, Hit and Miss. Immer schwierig, den zu beurteilen. Er hatte mal Spieler, war der gut gewesen, hatte mal Spieler, war der nicht so gut gewesen. Also, ja, schwierig zu beurteilen. Ich fand da, ich weiß nicht, ey. Also auf jeden Fall mit Anchor spielen, nicht mit Catalyst. Bei Catalyst fand ich ihn ein bisschen lost dann gewesen. Bei Anchor war der besser, aber hat keinen Vergleich mit so Karten wie Vieira und wie die alle heißen. Aber selbst dieser Zakaria, der auch, glaube ich, Min-Price kostet, fand ich, ja, eigentlich besser. Also von Preis-Leistung, ja, wieder eher nicht so meins von Preis-Leistung her. Claude Maurice, vielleicht die Überraschung des Teams. 25.000 Münzen, 4-3. Geistgestörtes Set, muss ich zugeben. Und Trades sind okay, ja. Aber ich muss sagen, echt eine geile Karte gewesen auf der 8. Klar, es ist keine Potea, aber für 25.000, genauso wie letzte Woche die diese eine 12K-Tussi, Top-Preis-Leistung, Alter. Also defensiv viel unterwegs, viel gemacht. Ja, der ist immer hier am Rumlaufen im Mittelfeld, versucht viel zu abzulaufen. Stand eigentlich teilweise gut, auch vorne. Also die Laufwege waren echt trotz Mittel ganz geil gewesen. Geiles R1-Dribbling. Ja, Finishing war gut gewesen. Ich habe nur ein Tor gemacht, aber ich habe gesehen das Potenzial. Pässe waren gut gewesen. Ja, man muss nur auf die 3-Sterne Bigfoot achten. Ansonsten fand ich echt, Preis-Leistung kann man nicht meckern. Also echt eine solide Karte, mit der du rasieren kannst. Dann haben wir noch, ja, die beiden. Geben wir so einen guten Courtois. Ich meine, ihr seht 11 Tore, 2 Vorlagen. Am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Dann habe ich langsam verstanden, wie man spielt. Ich habe dann nicht im Sturm gespielt, sondern über den rechten Flügel. Und da, er ist eh automatisch ein bisschen immer in die Mitte gekommen. Und seine größte Stärke, finde ich persönlich, ist, hat er zwei. Einmal die Größe, ne? Klar, wenn du zum Beispiel jetzt viel flankst und köpfst, wird er gut sein, aber ich bin halt kein Typ, der auf Flanken geht, ne? Ganz selten mache ich das. Aber die andere große Stärke ist sein Schuss. Also sein Schuss ist echt, man spielt die 9er Schusskraft brutal. Da knallt der Ball mit links und rechts. Ich habe gefühlt, er hat 4,5 Sterne oder sogar fast 5 Sterne Bigfoot. Die knallen so krass rein, wenn du einmal so mit dem Vollspann abziehen kannst. Und das Geile ist, wenn er vom rechten Flügel, der rückt dann irgendwie so komisch nach, von hinten nach so in den Strafraumrand und dann kommt er einfach und dann kannst du einfach abziehen. Und dann gehen die halt gefühlt jedes Mal rein, besonders wenn du noch grün triffst. Ansonsten ist halt so ähnlich wie viele Lengsi-Spieler, ne? Ich fand ihn aber auch 9 Ass Tripling safe nicht. Also sein Tripling war echt Katastrophe, da ist kein Vergleich zu Cantona oder wie alle heißen. Und ich fand auch manchmal ein bisschen seine Touches, wie der Ball verarbeitet hat, ein bisschen schlecht. Ja, musst du hier wissen, ne? Ist ein Fun-Spieler meiner Meinung nach. Ist jetzt kein Peter Cech 2.0 für mich, 100% nicht.
kannst mit dem rasieren, wenn dein Spielstil passt, muss man sagen. Aber ja, musst du wissen, ist halt so ein bisschen auf lustig und kann trotzdem rasieren. Wenn man mit dem umgehen kann, kann man mit dem umgehen. Und dann haben wir noch Cruyff. Bevor wir reingegangen sind, haben wir, glaube ich, 11 Spiele gemacht, 7 Tore. Das heißt, in 10 Spielen hat er 12 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Also 15 Scorerpunkte in 10 Spielen. Ach, was soll ich euch sagen? Gottkarte, Junge. Das ist echt. Das ist aber keine Karte, die dir so viele Spiele wieder mehr holt. Ja, ich glaube, wenn du 14 Siege holst, holt er vielleicht ein Spiel mehr. Also ich glaube nicht, dass er dir konstant die 16 mehr holt. Ich glaube, es gibt ganz wenige Spieler, die das machen. Es wäre so, einer wäre Pelé oder Mbappé. Ja, ist meine Meinung, ja, für meinen Spielstil. Nichtsdestotrotz ist er geistgestört. Also der spielt sich trotz Delay, als hätte man keinen Delay. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal gesehen habt, wie verwundert ich manchmal war, nachdem ich einen geilen Tripling mit dem gemacht habe. Ihr seht das manchmal, wie schockiert ich war, wie der sich bewegt hat. Weil die ganze Zeit kann ich mich nicht bewegen, den ganzen Spielern. Ich trippel mit Cruyff, auf einmal geht alles so mäßig. Ja, die Touches sind so geistgestört, Finishing geil, Movement geil, R1-Tripling geil. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der ist echt, ja, einer der besseren Karten. Das ist so ein Endgame-Karte. Meiner Meinung nach trotzdem bleibt er hinter Pelé und Mbappé. Ja, das sind so Karten, die sind nochmal ein bisschen Meta. Er ist halt stark, ultras krass, ultra stark auf Meta, aber halt nicht so wie die anderen. Und ja, wir werden noch ein bisschen Spaß mit ihm haben. Also wir werden noch genug von ihm sehen. Und ich glaube, noch eine Woche, also 9 Jahre, werden wir auch dann Mbappé fertig haben. Ich glaube, mir fehlt nur noch 11 SBCs und ich kann, glaube ich, aus dem Verein schon fast 2 die teuersten noch machen. Wir gehen einfach rein. Es gibt keine gute Uhrzeit, die ich machen kann. Es muss passen, Chat. Wenn es nicht passt, dann passt das nicht. Du kannst es nicht erzwingen, Alter. Wenn du erzwingst, kriegst du sogar Minus-Karma. Doch, 4:11. 4:11:40. Eineinhalb Minuten, da passt. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 4:11:40. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich muss es, glaube ich, einmal reindrücken. Ich glaube, zweimal nach rechts oder dreimal, glaube ich, nach rechts. Ich weiß es gar nicht. Muss mal gucken gerade. Hat es geklappt? Ne. Hat nicht geklappt. Auf jeden Fall, der erste ist kein Torwart, auf jeden Fall. Das habe ich schon gesehen. Okay, Vereinsreview machen wir. Wo hat der gute Mann gespielt? FC Goa. Aston Villa. Villarreal. Auf jeden Fall kein Stürmer, oder? Mittelfeld. Franzose, der in. Ist es Dings? Ich weiß schon, wer es ist. Es ist. Pires. Ist Pires. Sehe ich sofort. Ist Pires, weiß ich schon. Das zweite ist Quartar. Al-Garrafa. Chelsea hat er 6 Jahre gespielt. Oh, ist keine Offensivkarte, das kann schon nichts Krasses sein. Wieder. Was ist das denn, Alter? Sieht irgendwie auch Schrott aus, irgendwie. Gar keine Ahnung, wer das ist, Digga. Irgendein Franzose, der Dorfshit war. Ich glaube, das sieht nicht gut aus, Chat. Desai! Oha, warte mal, Desai ist nicht mal so ein Big L, Chat. Den wollte ich eh mal testen. Pires war, hatte ich recht gehabt. Deswegen habe ich gesagt, man kann das nicht erzwingen, die Uhrzeit-Uhr, Jungs. Uhrzeit kann man nicht erzwingen. Das war ein bisschen erzwungen. Ich habe es auch gesagt. Wenn man das erzwingt, klappt das nicht so gut. Aber Desai ist okay, I guess. Den wollte ich eh spielen. Und ich glaube, das Krasse, was wir machen könnten, eventuell wollen. Ja, ich wollte sagen, vielleicht kann man den mit Vieira in-game tauschen. Ich meine, ist nicht komplett Schrott, Desai. Ich glaube, der ist auch nichts mehr, ist nicht kaum noch was wert. Aber wohl geht sogar 340.000. Also ich hätte gedacht, der wäre weniger wert. Ist okay, ist okay. Geht schlechter, würde ich behaupten.